In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr für unter einem Euro mit der DeepSeek-API eine App bauen könnt, beziehungsweise bauen lassen könnt. Denn wir machen da relativ wenig bei, aber das liegt natürlich bei euch dann, wie viel ihr der AI überlasst. Jetzt in diesem Fall werde ich ein einfaches Beispiel nehmen, nur damit ihr einmal versteht, wie das Ganze aufgebaut ist und ihr dann dementsprechend das auch nachmachen könnt. Also fangen wir einmal an. Also was ihr zuerst braucht, ist Visual Studio Code. Das ist der Code-Editor, in dem wir das Ganze machen. Den müsst ihr einmal runterladen. Dafür geht ihr auf die Webseite, geht auf Download, installiert es einmal. Das ist kein Hexenwerk. Ich bin mir sicher, ihr schafft das. Und dann müsst ihr, wenn ihr das gestartet habt, hier erstmal einen Ordner öffnen. Ja, das heißt, wir gehen hier oben auf File, Open Folder. Jetzt in meinem Fall habe ich hier einen Ordner mit To-Do, weil wir machen eine To-Do-App. Das heißt, wir sind jetzt hier im Ordner To-Do. Da ist natürlich erstmal nichts drin, aber das Programm ist jetzt innerhalb dieses Ordners geöffnet. So, was wir als nächstes brauchen, ich habe es jetzt schon offen, ist das Plugin Roo Client. Damit werden wir nämlich die API verbinden. So, das heißt, das einmal installieren, könnt ihr aber nach Clean suchen, nach Klein suchen und dann das installieren. Und dann seht ihr hier auf der linken Seite nämlich diese Rakete. Und bei dieser Rakete könnt ihr dann hier oben rechts auf das Zahnrad gehen. Und das ist nämlich das Coole an diesem Plugin. Dort könnt ihr nämlich dann einmal den API-Provider auswählen. Das ist jetzt in unserem Fall DeepSeek. Und dann seht ihr auch schon, dass ich hier den API-Key eingefügt habe. Und dann war es das eigentlich auch schon. Ihr könnt noch Custom Instructions einfügen. Genau, hier will ich auch an eurer Stelle einmal Always Approve Read-Only Operations. Und jetzt für dieses Beispiel machen wir auch einmal hier überall die Häkchen rein. Ihr seht, hier steht High Risk Auto Approve Settings. Aber wir wollen jetzt ja die KI alles machen lassen. Deswegen ist das okay. Einmal alles anhaken und dann soll das passen. Ja, machen wir auf Done. Wenn ihr natürlich noch kein API-Key habt, dann zeige ich euch einmal, wie das funktioniert, den zu bekommen. Und zwar müssen wir dafür einmal auf die DeepSeek-Plattform. So, da seht ihr schon, das ist hier natürlich ist mein Profil. Und was auch ganz wichtig und interessant ist, ihr seht hier Topped-Up-Balance ungefähr 2 Dollar. Weil die DeepSeek-API ist tatsächlich so günstig, dass ich in dem Umfang, wie ich ihn, sie bisher genutzt habe, nur nicht mal einen, nicht mal einen halben Dollar verbraucht habe. Also momentan, wenn ihr ein bisschen experimentieren wollt, ist diese API wirklich meine Empfehlung. Man kann natürlich noch in dem Zusammenhang auf andere Sachen eingehen, Vor- und Nachteile. Das werde ich ja bei einem anderen Video machen. Also wenn ihr das Ganze jetzt einmal hier auftoppen wollt, das heißt Geld an die API zu schicken, dann müsst ihr hier einmal auf Top-up gehen und könnt dann hier mit PayPal coolerweise dann einfach 2 oder 1 Euro hinschicken. Dann habt ihr hier das ganz unproblematisch drauf. So, dann müssen wir nämlich einmal zu API Keys gehen und dann hier auf Create New API Key. Und dann nehmen wir das Ganze einfach mal To Do, weil wir machen eine To Do App. Und dann seht ihr hier euren API Key. So, ja. Den müsst ihr einmal rauskopieren, komplett. Na, nicht so, so. Und dann zu Visual Studio Code. Ach Quatsch, das war das falsche Fenster. Das war hier. So. DeepSeek API Key und da fügt ihr den einfach ein und das war's. Genau, nachdem ihr oben auf Done gegangen seid, seht ihr, dass das Terminal hier jetzt offen ist und dann könnt ihr hier unten links eingeben, was jetzt passieren soll. Und wir wollen ja eine To-Do-App machen. Ja, das bedeutet, wie machen wir das? Ganz einfach, wir fragen natürlich ChatGPT nach einem guten Prompt für unsere neue App. Das heißt, schreibe mir ein Prompt für die Erstellung einer To-Do-App. Achte auf Best Practices und eine schöne UI, UX. So. Das ist in dem Fall ist O1 Mini. Ist mein Favorit für solche Anforderungen. So. Stelle ab. Okay, da haben wir jetzt einmal ein schönes Prompt. Das machen wir jetzt einfach mal blind rein, weil geht ja um nichts. Das heißt, Sie machen das einmal komplett hier von der Zielsetzung bis zur Aufgabenstellung. Kopieren. Ist auf Deutsch, by the way, aber es macht jetzt nicht wirklich ein Problem.
Die meisten KIs kommen gut damit klar. So, jetzt fügen wir es hier einmal ein, drücken auf Enter und schauen, was passiert. Das Coole hier bei Root Client ist übrigens auch, dass ihr seht, welche Kosten verursacht werden. Und das finde ich jetzt sehr interessant. Da sehen wir gleich nämlich mal, welchen Effekt das hier auf unsere Erstellung hat. Und da seht ihr auch schon, 0,0002 Cent. Okay, das geht ja noch. Schauen wir, was er geschrieben hat. Need to create, bla bla bla. Okay, und dann müssen wir einmal hier bestätigen, Run Command. Manchmal verrackt er euch, gerade bei Terminal-Eingaben. Und dann seht ihr, er arbeitet, arbeitet. Okay, er macht eine Roadmap. Interessant. Gute Struktur. Sehr viel passiert auf einmal gerade. Ihr seht es, er baut nach und nach die einzelnen Dateien. Ich weiß es gerade nicht, warum er so viele. Ah, okay. Ich hatte ja gesagt, er soll es nach den Best Practices machen. Deswegen macht er jetzt ganz viele schöne Markdown-Files. Nun ja. Gut, lassen wir einfach mal weiter generieren und schauen, was am Ende dabei rauskommt, ohne dass wir jetzt irgendwas als Menschen daran verändern. Oho, wir sind schon bei fast einem Cent. Noch nicht mal annähernd. Noch nicht mal annähernd sind wir dabei. So, es fragt uns hier, ob die Weitinstallation schon fertig ist. Dann seht ihr hier, okay, er möchte jetzt weit installieren, möchtet ihr das machen, dann müssen wir da nur auf Ja gehen. Der sagt euch im Chat meistens schon ziemlich genau, was ihr machen müsst. Also könnt ihr euch fast schon komplett das Hirn ausschalten. Außer natürlich bei den später komplizierteren Projekten ist es natürlich ein bisschen anders. Aber jetzt in diesem Fall müsst ihr einfach nur das machen, was der gesagt. So, dann ist das jetzt installiert. Wenn das so ist, dann bitte einmal den Output scheren. Klar machen wir. Machen wir mal ganz grob hier rein. Boom. Jetzt geht's weiter. Jetzt fragt er uns wieder, möchte diesen Terminal-Command einmal ausführen? Ja, einmal ausführen. Ich glaube, weil ich dieses Best Practices eingefügt habe, macht das jetzt doch wirklich nach den Best Practices und das ist auch gut so. Dauert halt nur ein bisschen länger. Während der hier arbeitet, möchte ich noch ein bisschen über DeepSeek an sich reden. DeepSeek ist eine chinesische AI. Das erklärt einmal auch irgendwie den Preis, weil das ist so wie das Temu der AIs. Es bringt natürlich auch gewisse Probleme mit sich, wenn man über den Datenschutz nachdenkt. Das heißt, wenn ihr hier etwas baut, dann solltet ihr das eventuell nicht bei eurem Job machen, sondern eher für private Projekte. Ne, das ist natürlich eure Entscheidung, aber das Ganze ist noch ein bisschen undurchsichtig. Ich hätte auch gesehen, das können wir einmal kurz angucken, während ihr noch arbeitet. Hier ist einmal der Vergleich zu den anderen Language Models. So, dann sehen wir nämlich einmal hier den Preis. Und da sehen wir ganz rechts, O1 Preview ist auf jeden Fall sehr weit vorne. Und wir sehen einmal, DeepSeek ist hier noch vor Claude, aber nach GPT-4 Mini. Die Leistung ist übrigens ein bisschen besser als GPT-4o, meine ich. Die Qualität der Ausgabe ist, wie wir hier sehen, relativ hoch. Sie erreicht laut der Aussage zumindest die von Claude 3.5 Sonnet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber für mich der wesentliche Faktor ist vor allem gerade der Preis, weil bei den Programmen, die ich jetzt zum Beispiel gerade so zum Testen baue mit den APIs, brauche ich jetzt keine API, die mich arm macht. Und gerade wenn man dann im Vergleich zu der DeepSeek API dann mal die Anthropic API nutzt und dann den Preis sieht, den die Anthropic API verursacht, dann wird einem das erstmal richtig bewusst, was jeder Input für Kosten mit sich bringt. Und es ist am Anfang noch nicht viel, aber wenn ihr länger an einem Projekt arbeitet und dann mehrere, ganz viele Prompts macht, dann werdet ihr sehen, dass der Preis schon nach oben geht. Und da ist es mit der DeepSeek auf jeden Fall angenehmer. Zumindest jetzt erstmal zum Testen der verschiedenen Apps. So, schauen wir noch einmal, wie weit er gekommen ist. Ich lasse das Ganze einmal kurz laufen, unterbreche das einmal kurz und dann machen wir gleich weiter, wenn der fertig ist. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen gewartet und ich habe mich dazu entschlossen, die Aufgabenstellung etwas simpler zu gestalten, weil die DeepSeek API hat einen kleinen Nachteil. Das kann ich nochmal kurz hier zeigen, wenn wir einmal die vergleichen. Ich hoffe, ich habe das auch irgendwo offen. Genau. Und zwar hier bei Speed. Ihr seht ihr nämlich, dass die DeepSeek V3, obwohl sie eigentlich relativ gut ist, doch ziemlich langsam ist. Das bedeutet, ja, es ist zwar günstiger, aber gleichzeitig müssen wir dafür auch ein bisschen länger warten.
Ihr seht, die arbeitet immer noch. Es dauert immer sehr lange, die Sonnenuntergang. Ich habe jetzt hier so ein Ringlicht angeschlossen. Wir müssen noch mal einen Moment warten und dann geht es gleich weiter. Wobei ich mir denke, es wäre ja eigentlich ganz interessant, mal zu sehen, wie der Vergleich zu einer anderen API ist. So, das bedeutet, wir öffnen erstmal ein neues Fenster bei VS Code und dann öffnen wir auch einmal einen neuen Ordner. Wir nennen den Ordner einmal To Do Claude, weil wir werden jetzt für diesen Test einmal Claude nutzen, um zu sehen, wie schnell Claude das Ganze schafft. Dann sehen wir hier To Do Claude, leere Ordner, so wie vorhin auch. Das bedeutet, wir werden jetzt einmal denselben Task, den wir vorher auch hatten, von ChatGPT, das ist der vereinfachte Task, hier bei Claude einsetzen. So, jetzt gehen wir einmal oben hier auf das Zahnrädchen. Man sieht hier Claude 3.5. API Provider ist der Open Router, mein API Key, den ich natürlich nicht zeige. Und dann seht ihr hier, ich habe auch alles angekreuzt, angehakt, besser gesagt. So, können wir auf Done gehen. Und dann will ich hier einmal das Prompt einfügen. Und dann schauen wir mal, wie schnell Claude das schafft und mit welchen Kosten wir bei Claude zu rechnen haben. Run Command. Proceed while running. Run Command. Proceed while running. Wenn ihr hier neben API Request auf den Pfeil geht, könnt ihr auch sehen, woran er gerade arbeitet. Hier oben bei Task seht ihr auch, wie viele Tokens raus und reingehen. Also ich verkürze das Ganze natürlich gerade ein bisschen. Alles, was ihr wissen müsst, ist, wenn dort unten von euch was gefragt wird, müsst ihr es einfach nur durchlesen. Und dann auf den blauen Button drücken. Und natürlich das machen, was der von euch erwartet. Bestes Beispiel: Client wants to execute this command. Ja, run command. So, das hat jetzt nicht mal 5 Minuten gedauert und es sieht so aus, als wäre Claude fertig. Und was ihr hier seht, was Claude gerade tatsächlich macht, ist die App zu testen. Ihr seht hier oben, dass er nach und nach die einzelnen Abschnitte testet, wie zum Beispiel ein neues To-Do hinzufügen, editieren, löschen. Das testet er gerade alles für uns, weil er halt im Browser agieren kann. DeepSeek kann das meiner Meinung nach nicht. Wie es aussieht, ist Claude auch schon fertig. Wir können jetzt hier einmal den Localhost starten. Und dann schauen wir mal. Oh, neue To-Do-App. Geben wir was ein. Zum Beispiel einkaufen. Einkaufen kann ich. Super. Ich kann es jetzt in diesem Fall nicht editieren. Gut, das konnte ich jetzt in einem anderen Beispiel, das ich davor einmal getestet hatte, konnte ich es. Also es ist immer eine Glücksfrage, was man für Features bekommt, wenn man sie nicht vorher definiert. Aber okay, zumindest können wir hier es löschen. Gut, das Grundprinzip einer To-Do-App ist erfüllt bei Claude in unter 5 Minuten. Jetzt können wir mal schauen, welche Kosten hatten wir jetzt durch Claude gehabt. Und das sind API-Kosten von knapp 23 Cent. Das ist natürlich kein großer Betrag. Aber trotzdem, wir haben ja nur 5 Minuten gearbeitet. Versteht ihr? Das kann sich schon läppern, gerade bei größeren Projekten. Und auch wenn DeepSeek gerade doch sehr, sehr langsam ist. Oh, jetzt sehe ich hier gerade, der hat scheinbar sich zu Claude umgestellt. Das führt jetzt nicht zum Problem. Aber am Ende des Tages sei es drum. Ja, also ich möchte euch jetzt auch nicht unbedingt zeigen, wie toll DeepSeek an sich ist. Das ist momentan wahrscheinlich durch enorm hohen Andrang auf diese günstige API alles sehr verlangsamt worden. Und ich warte jetzt schon seit, sind schon über 2 Stunden auf diese API. Und ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, das war die letzten Tage, als ich das getestet hatte, nicht so. Aber wenn ihr nur eine App für unter 1 Euro bauen wollt, dann könnt ihr es auf jeden Fall mit Claude machen. Ja, weil bei Claude hat es geklappt. Das waren auf jeden Fall unter 50 Cent sogar. Und am Ende des Tages könnt ihr hier ja auch euch aussuchen, was für eine API ihr nutzen wollt. Also meiner Meinung nach, wenn ihr zumindest ein bisschen Erfahrung habt mit VS Code, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative zu zum Beispiel Bolt AI. Wenn ihr komplette Anfänger seid, ist es vielleicht ein bisschen einfacher für euch, mit einem anderen Editor zu arbeiten. Aber auch wenn euch die KI einen großen Teil der Arbeit abnimmt, kann ich euch eins versichern: Ihr werdet auf Probleme stoßen. Diese Probleme werden teilweise von der KI gelöst werden können. Aber ganz oft ist es wichtig, dass ihr so ein
schon den Kontext versteht, wo das Problem gerade ist. Oder dass ihr vor allem auch eine Idee habt, was ihr bauen wollt und in welchem Umfang, dass ihr euch da zumindest nach und nach immer mehr einlest, damit ihr auch ein bisschen Verständnis für den Code habt. Das wird vermutlich mit den späteren AIs oder KIs weniger problematisch sein. Jetzt gerade in dem Status, den wir jetzt haben, kommen doch einige Errors und Fehlermeldungen, auf die man irgendwie reagieren muss. Meistens reicht schon, die einfach nur bei ChatGPT oder hier ist auch direkt reinzukopieren. Da kommt meistens eine Lösung bei raus. Dennoch muss euch klar sein, dass es immer noch um Code geht und dass dann noch nicht alles reibungslos funktioniert. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das Experiment geglückt ist. DeepSeek ist immer noch am Arbeiten und hat sich hier auch einmal zu Claude umgeschaltet. Ich glaube, das ist hier bis durcheinander gekommen, weil ich hier mehrere Windows offen hatte. Dennoch haben wir ja erst gesehen, dass das mit Claude alles funktioniert. Und hier bei DeepSeek sind wir, obwohl der schon seit 2 Stunden arbeitet, immer wieder neue API-Calls macht, noch nicht mal bei einem halben Cent. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal dabei und warten jetzt nicht weiter auf DeepSeek, weil also so langsam will ich auch was essen. Ich werde auf jeden Fall noch mal in einem anderen Video auf verschiedene AI-Editoren eingehen, wie zum Beispiel auf Bolt AI. Jetzt für dieses Video wollte ich nur mal zeigen, wie einfach das theoretisch sein kann, mit dieser kleinen als Plugin im VS Code zu arbeiten und dann auch relativ schnell gute Ergebnisse zu erzielen. Zumindest, wie ihr sehen konntet, mit Claude. DeepSeek ist auch gut, aber probiert es gerne mal selber aus und schreibt die Kommentare, wie lange ihr warten musstet, bis da ein Ergebnis kam. Bisher ging es bei mir schneller, jetzt dauert es länger. Naja. Mal schauen, wie sich das in Zukunft verhalten wird. Gut, das war es jetzt erstmal auf jeden Fall von mir. Diesmal in einer anderen Perspektive. Ich hoffe, ihr konntet einen Mehrwert mitnehmen und baut es eure ersten Apps. Ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, was ihr jetzt damit gebaut habt. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und welche API ihr vor allem genutzt habt. Habt ihr DeepSeek genutzt? Musstet ihr genauso lange warten wie ich jetzt? Oder habt ihr gesagt, ich hab's, einfach Claude und dann in 5 Minuten die App vor sich haben? Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte liken, abonnieren und wie gesagt, kommentieren, was ihr gemacht habt. Und dann sehen wir uns morgen bei dem nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.